So, herzlich willkommen meine Krieger und Krieger zurück zu The Elder Scrolls IV Oblivion. Wir sind momentan hier bei den Höhlen beim Ariussee. Ich will eigentlich diesen Gilius retten, aber der will sich nicht so recht retten lassen. Ich weiß gerade nicht, wo er ist, vielleicht taucht er gleich nochmal auf. Ich öffne jetzt hier mal den Geheimgang, weil da ist nämlich noch eine Wache. Da ist keine Wache. Wieso ist hier jetzt keine Wache? Vielleicht Schwammerl sammeln? Wichtig. Wichtig, mal wieder das Wort Schwammerl zu integrieren, Freunde. Ganz wichtig. Ja. Das ist jetzt ein bisschen weird. Ich finde weder Jellius noch die Wache. Das heißt, ich beginne jetzt hier einfach mal den Laden leer zu räumen. Warte mal kurz. Ja, ich knack das schnell. Weil mich verunsichert das gerade ein bisschen, weil das letzte Mal, als wir geguckt haben, war da ja noch eine Wache. Und jetzt ist so ein bisschen meine Frage. Habe ich noch einen anderen Speicherstand? Ich mache mir jetzt mal noch einen Sicherheitsspeicherstand hier. Und schau mal, was bei dem hier ist. Nee, nicht bei dem. Bei dem drunter. Jetzt. Oh, mein Gott, bist du nervig. Da ist Gilius. Danke, dass ihr mich gerettet habt, Freund. Ich weiß nicht, wer ihr seid, aber es ist klar, dass Akatosh euch leitet. Logisch. Ich bin Priester im Tempel des einen in der Kaiserstadt. Vielleicht werden sich unsere Wege eines Tages noch einmal kreuzen. Das hoffe ich doch. Erzählt weiter. Wie seid ihr überhaupt zur mythischen Morgenröte gekommen? Das waren sie. Alles, was ich weiß, ist, dass sie mich ihrem finsteren Gott opfern wollten. Wenn ich doch nur die Erinnerung an diese Hölle loswerden könnte. Geht nach Hause. Lebt wohl. Wir sehen uns sicher wieder. Gut, zumindest. Zumindest er hat überlebt. Das ist schon mal gut. Ich bin mit dem geheimnisvollen Xarxes gekommen. Nun muss ich das Buch zu Martin in den Wolkenherrschertempel überbringen. Ja. Hier ist niemand mehr. Wolltest du... Willst du nicht lieber gehen? Ich räume den Laden jetzt hier noch aus, also... Okay, hier führt kein... Ihr braucht einen Schlüssel. Wo ich ja dachte, dass ihn vermutlich die Wache hat. Aber hä? Ich habe die Wache doch durch ein Gitter gesehen. Ich habe die Wache doch durch ein Gitter gesehen, Freunde. Das heißt, die ist nicht da. Die ist woanders. Ja,
dann hilft es jetzt nichts, dann müssen wir den Laden hier ausräumen. Dann bringen wir den Xarxes zum Wolkenherrscher-Tempel. Und da kann man nur hoffen, dass Martin mit dem Schinken was anfangen kann. Ich kann da nichts rauslesen. Das muss der Martin machen. Genauso wenig. Wir haben das Buch besorgt. Und er kann jetzt schauen, was er damit macht. Das sind die Wachen. Okay, Freunde. Vielleicht fügt sich das Puzzle ja doch noch. Jetzt bin ich falsch gelaufen. Das ist besser. Zauberabsorption 17%. Das ist stark. Ja, dann durchsuchen wir jetzt erstmal die Räume und dann schauen wir uns da den restlichen Bums an, Freunde. Ah, die Höhle wird irgendwann zu stinken anfangen. Lustig, dass die anderen davon nichts mitbekommen haben, oder? Die haben einfach nichts mitbekommen von der Schlachterei hier. Die nehme ich mit. Es ist halt schwierig abzuschätzen, wie mächtig diese Sekte wirklich ist. Also ob das jetzt... Ihr Meister ist geflohen, das ist kacke. Und er hat das Amulett der Könige, das ist auch kacke. Das sind zwei Dinge, die sind... Ja, servus. Oh, da schläft doch hier. Das Paradies erwartet mich. Die kommt schon wieder. Die kommen beide schon wieder. Die kommen nirgendwo hin. Stelle ich mir alles ja nicht so bequem vor. Was seid ihr? Mach's uns beiden doch nicht schwerer als es ist, oder? Der Morgen bricht an.
Ich kann jetzt überall hin sein. Mein Lieber. Ihr seid richtig nervig, wisst ihr das? Doch, doch, ich tue euch weh. Was ist das? Oh, Bruder, da kommst du nicht raus. Also, das sieht eher aus, als wärt ihr schwach. Wie viel seid ihr denn? 3 Stück. 4 Stück. Ja, bleibt da drauf. Du bist ja wieder da. Nur die Auserwählten. Ihr seid schwach, so wie die Götter, die ihr an der Morgen. Ich komme schon noch zu euch. Achso. Hola, Freunde, ihr könnt doch nicht einfach hier reinschneien. Oh ja, das war die 1. Die Lederstiefel lassen sich sicher gut verkaufen, Freunde. Ihr sterbt zwar jetzt mit nackten Füßen, aber das ist ja dann eher euer Problem. Wo die eine hingeflohen ist, würde mich halt interessieren. Ja, das ist der falsche Schlüssel. Aber möglicherweise ist die auch einfach weg. Vielleicht hat die wirklich einfach die Flucht ergriffen. Ergriffen, ja. Das ist der Weg genau dahin. Da stehen sie schon bereit. Es müssten ja jetzt 2 gewesen sein, die wir gekillt haben. Ich laufe da immer falsch. Ich werde es nie richtig machen. Hier ist niemand mehr, oder? Ah, diese feigen Hunde. Anstatt dass sie einfach so, ich fürchte den Tod nicht, ja, und im nächsten Moment nehmen sie die Beine in die Hand. Irgendwo hier singt jemand. Irgendwo hier in der Nähe singt jemand. Das ist aber nicht die, die wir gejagt haben. Das ist irgendjemand anders.
Bier und zwar jede Menge, neue Becher, genug Obst für 12 Gäste, 8 Laibe Brot und gebratenes Wildschwein. Okay. Die hatten anscheinend vor, ein kleines Barbecue zu machen. Geht etwa eine Stunde lang in nördlicher Richtung. Ihr werdet eine Gruppe toter Bäume sehen. Geht in Richtung Nordosten, bis ihr zum Wasser kommt. Folgt dem Uferfluss aufwärts. Sein Haus ist in der Nähe. Hütet euch vor Bären. Okay. Hier ist auch niemand. Ich weiß nicht, ob ich die verticken will, die Bücher. Sie bringen halt gut Kohle, gell? Aber ist es gut, wenn die in Umlauf geraten? I don't know. Okay, jetzt sind wir gleich wieder beim Dagon-Schrein, Freunde. Mal schauen, ob dort noch jemand übrig ist. Ja, ich habe schlichtweg die ungute Vermutung, dass die geflohen ist. Sie soll die Geschichte weitererzählen. Sie soll erzählen, was hier passiert ist. Dann sind die vielleicht abgeschreckt. Diese fanatischen Idioten. Na. Stinksauer sein. Der wird stinksauer sein, dass die sein Buch verhunzt haben. Also verloren haben. Da wäre ich auch stinkig, du. Na gut. Dann öffnen wir jetzt das andere Tor und versuchen es auf die Art hinzubekommen. Jetzt ist schon wieder 20 Minuten in dieser Höhle verdaddelt. Aber es macht halt auch Spaß, diese Idiotinnen, denen auf die Fresse zu geben. Das ist einfach schön. Das ist befriedigend. Auf einer wirklich rein sadistischen Spur. Zum Reparieren haben wir nichts, oder?
Hier, glaube ich, müssen wir lang. Nee. Nee. Hier. Hier ist das Tor. Ja. Hallo, Freunde. Wo ist der Hebel? Ja. Ihr könnt der Wachsamkeit des Meisters nicht entkommen. Und wie ich dem entkommen kann, glaubt mir. Und ich hab's schon oft unter Beweis gestellt. Oh, wir sind aufgestiegen. Ja, das wird nicht für Intelligenz sorgen. Stark. Ich fürchte den Tod nicht. Ja, dann stelle ich ihm. Die wenigsten fürchten den Tod, bis er direkt vor ihnen steht. Dann kriegen sie Panik. Mhm. Meine Theorie. Oh, damit könnte ich jetzt vermutlich eine Anstandsdiskussion anfangen. Meine Theorie ist, dass Menschen gar nicht so krass Angst vor dem Tod an sich haben, sondern tatsächlich eher davor Angst haben zu leiden. Ihr könnt der Wachsamkeit des Meisters nicht entkommen. Ja, du bist ja auch schon ein bisschen verletzt. Ihr seid schwach, so wie die Götter in die Hand nehmen. Das Paradies erwartet. Bruder, dann nimm dein Paradies an. Nimm's an, okay? Und renn nicht weg. Nimm es an. Was immer es war, jetzt ist es weg. Wer ist da? Irgendjemand haben sie da eingesperrt. Das Tor kriege ich nicht mehr auf, oder? Nee. Ein Sicherheitsschloss, Freunde. Ja, das ist doch eine viel handlichere Version von dem Kollegen. So. Dann kann er sich ja glatt in sein Zimmer stellen, Freunde. Oh, Bruder, wenn du wüsstest. Muss der Wind gewesen sein. Für Fürst Dagon. Wo rennst du denn jetzt schon wieder hin? Oh, sie hat nicht viel ausgehalten. Warum wollt ihr nichts wie weg? Okay. Also Problem. Sie war auf jeden Fall die, die... Das Paradies erwartet mich. Hast du ihn gekillt? Oh gut. Damit haben wir alle. Richtig gut. Alter, der Kleinvieh. Gnadenlos unterschätzt. Gebe ich zu. Ich denke, dass wir den Schlüssel fürs Lager tatsächlich haben. Ich bin mir da relativ sicher. Aber schade ist, dass wir den Schlüssel für den... Ja gut, eigentlich brauchen wir nicht. Dafür gibt es ja den zweiten Eingang. Ja, genau. Dachte ich mir. Okay, zwei Fackeln. Gute Sachen. Die kann man verkaufen. Ja, ich bin mir einfach ein bisschen unsicher, Freunde, ob da irgendwann nochmal jemand vorbeischaut. Und wenn, und davon müssen wir bei solchen Sekten einfach ausgehen, dann sollten wir schauen, dass die so wenig wie möglich hier haben. Sei es Essen, Waffen, Trinken etc. Dass wir im besten Fall wirklich alles, was irgendwie Wert hat, mitgezogen haben. Wisst ihr? Dass das jetzt hier nicht der große Coup war, ist klar. Aber zumindest werden die eine ganze Weile brauchen, um sich von dem Schlag zu erholen. Wenn das überhaupt ihr Ziel ist. Das ist nämlich die andere große Frage.
Mega geil. Ja. Das ist nämlich die andere Frage. Oder dadurch, dass ihr Meister entkommen ist mit dem Amulett, kann es natürlich sein, dass sie sagen, Bruder, wir haben sowieso das erreicht, was wir wollten. I don't give a fuck. Kann sein. Würde auf jeden Fall zu dieser Art von Sekte passen. Hier links. Genau. Und jetzt ist auch gut. Jetzt marschieren wir runter nach Chardinal. Und dann geht's weiter. Nach Bruma, um uns wieder zu ordnen. Und von, also einfach um unsere Sachen zu sortieren, und dann bringen wir die Sachen gleich hoch. Nach der Quest werden wir das Oblivion-Tor bei Koroll schließen, weil das hängt jetzt bei mir im Hinterkopf, und noch ein zweites Dungeon, das ich schon ausgewählt habe. Weil wir fangen danach nämlich mit diesem Bereich hier an, hier. Mit diesem großen Bereich, der hier oberhalb der Blue Road und hier der Red Ring Road und so entlang geht. Also diesem großen Batzen. Ja, da ist einiges. Da wird einiges passieren. Wir haben ja auch schon einige Oblivion-Tore gesehen. Ah, das wäre nicht nötig gewesen. Es war eigentlich jetzt eher ein bisschen überflüssig. Egal. Ich will jetzt einfach mal dem Weg hier folgen und nicht querfeld eingehen. Weil mich tatsächlich so... Oh, ein Goblin, okay. Zwei Goblins. Okay. Ja, es war, ich glaube, der hat den verzauberten Streitkolben, Bogen. Deswegen wollte ich ihn erstmal in Nahkampf zwingen. Das war der falsche Zauber. Junge. Hey, dem Kriegsfürsten kannst du ja gar nicht entkommen. Ich muss sie erstmal healen, Freunde. Sag mal! Nicht. Kommst überall hoch, gell? Diese Schamanen und ihre Heilzauber, ey. Das ist schon echt eine Pest. Boah, Freunde, ich muss mich voll verabschieden. Wir sehen uns morgen wieder. Haut rein, euer Odin Let's Play. Ciao, ciao.